Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Serie. Ja, nach, was war das? Nach vier. Ich hab vergessen. Ja. Wir spielen Don't Starve Together in der Beta. Ich liebte Don't Starve Together. Ich habe es mal kurz angespielt. Mein Problem mit solchen Spielen ist aber, dass sie, wenn man sie alleine spielt, sehr schnell langweilig werden. Ne, wenn man nicht mit mehreren da unterwegs ist, finde ich. Ja. Ich werde dann immer schnell ungeduldig. Und wenn man so zusammenspielt, dann geht das, finde ich, noch besser. Ja, wir müssen uns jetzt einen Charakter auswählen. Richtig, und es gibt so ein paar lustige hier. Ja, es gibt ein paar lustige. Da musst du aber auch gucken, zum Beispiel Wigfried ist nur Fleisch. Und ich denke, für uns beiden Kacknoobs ist das... Also ich habe das Spiel tatsächlich noch nicht ein einziges Mal gespielt. Ja, ich habe vielleicht mal eine Viertelstunde reingespielt und fand es total lustig. Also... Weiß nicht, willst du den Standardcharakter nehmen, den Wilson? Nö, nö, nö. Okay. Ich glaube, ich nehme den Woody. Ich nehme Wendy. Wendy? Abigail, come back! I'm not done playing with you! Haunted by her twin sister, comfortable with darkness, doesn't hit very hard. Naja, gut. Ja, okay. Customizen kann man noch nicht. Ich nehme Woody. Ja, Tag 1, ich bin Woody da. Woody the Lumberjack. Ja, ich joine auch. Wir haben jetzt erstmal auf Endless, also das heißt, wir sterben. Ich pflück ein Flümchen. Pflück ein Flümchen. So, ja, wir müssen ja jetzt erstmal gucken, dass wir ein bisschen hier, ja. Shit sammeln, ne? Was willst du sammeln? Ja, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen, Ach, shit. Shit sammeln, ne? Also hier so Steine und so brauchen wir auch noch. Flints. Achso, okay. Ich hab hier. Also ich sag jetzt einfach, wie es ist. Ne? Also, ja. Wie gesagt, eine Viertelstunde habe ich schon gespielt. War nicht viel. Okay. Aber ich weiß, dass man hier diese Saplings, die braucht man, damit man Stöcke bekommt. Rasen braucht man auch, damit bindest du Sachen zusammen. Macht Sinn. Und mit Flints, ja, die brauchst du halt für Äxte und Waffen sowas, und so, ne? ja. Genau. Logisch. Und, genau. Die sagt lustige Sachen, meine Tante hier. Wir müssen jetzt echt mal langsam, glaube ich, mal Steine suchen. Es wird schon gleich Abend und Nacht. Ja, damit wir, Wir brauchen Holz, ne? Damit wir Feuer machen können und so. Ja. Mhm. Oh, guck mal, ich habe schon eine Axt. Stimmt, ich bin ja auch... Achso, ja, du bist ja auch ein Holzfäller, ja. Stimmt natürlich. Ist natürlich auch schön, wenn man zu zweit spielt, ist es natürlich auch schön, weil man, mehr Platz hat zum Sachen schleppen, ne? Das ist richtig. Natürlich auch ganz nett. Guck mal, jetzt wird's nämlich schon dunkel. Ja, wo kann man denn Sachen bauen? Oh, da ist eine Karotte. Links. Links in der Leiste. Hier, guck mal, hier sind Steine. Da kannst du dir mal die Steine aufsammeln, dann hast du jetzt schon mal was für eine Axt. Ja. Weil wir brauchen gleich Holz. Ach, da kann man das hier. Axt. Wir brauchen Holz, um ein Lagerfeuer zu machen. Logisch. Hack, hack, hack. Und du kannst auch die Tannenzapfen kannst du auch einsammeln. Dann können wir uns nämlich so einen kleinen Privatgarten sozusagen anlegen. Mit Bäumchen. Okay. Ich kann dir jetzt schon einen Feuerplatz machen auch. Ja, wollen wir uns mal eine schöne Stelle aussuchen? Ja, würde ich sagen. Ne? Ich finde den Grafikstil sehr schön, muss ich sagen. Ja, mich erinnert das immer an ein Buch von Edgar Allan Poe. Ja, so in die Richtung. Irgendwie. Huch. Ja. Ja, komm, Vogel stirbt. Oh. Ja, es wäre Vogelfleisch. Ich meine, das ist ja auch. Nice Dirt. Was ist denn das hier? Ja, das ist so ein Maulwurf. Kann ich den töten? Nö, können wir noch nicht. Brauchen wir bestimmt. Hier. Eine Schusswaffe oder was? Ja. Guck mal, hier liegt noch Fleisch. Attack! Down, down, ja, down ja, to ja. the leaves. Hier sind noch Saplings. Ja, der wir Vogel. Können uns ja erstmal, wir können uns ja erstmal hier irgendwo ein Lagerfeuerchen machen. Ja, würde ich sagen, ne? Ich habe jetzt Beeren und zwei Karotten. Ich hab Abigail's Flower. Du, das ist nicht viel. Nee, zu essen habe ich gar nichts.
Ja, dann müssen wir vielleicht nochmal ein paar... Boah, es wird jetzt einfach jetzt Nacht. Ja. Ja, komm, dann machen wir jetzt erstmal schnell hier so ein Campfire hin. Können auch eine Fackel bauen. So. Da müssen wir auch in regelmäßigen Abständen tatsächlich Holz reintun. Das klingt logisch. Über Wie mache ich das denn? Dann nimmst du aus deinem Inventar unten, aus deiner Inventarleiste. Mhm. Da kannst du das Holz einfach rausnehmen und add Fuel über das Feuer. Flip. Oh, das geht. Ja, ich hole noch mal ein bisschen Holz. It's a fire. Danke. What the fuck? Was hast du denn? Warte, ich komm mal. Ja, ah, da ist so eine Art Biber-Mensch. Das bin ich. Ach, das bist du. Wieso bist du das? Weil ich habe in meiner Charakterbeschreibung stehen, hat ein düsteres Geheimnis. Und ja, weiß ich auch welches. Ja, du bist so ein Biber. Oh, es wird nach... Ah, das Feuer geht aus. Nee, das Feuer geht nicht aus, aber es ist dunkel. Sehr dunkel. Gott, ist das dunkel. Ach, wie lustig. Ich kann nicht wirklich Holz essen. Ja klar, du bist ein Biber. Ich habe eine Schwester, die irgendwann auftauchen wird. Mein Gehirn geht runter. Ich weiß nicht, was das heißt, aber... Oh, 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 jetzt muss ich mal zu dir. Ach du je. Ist ganz schön dunkel auch. Ja, vor allem war die Biberzeit jetzt vorbei und meine Axt liegt da hinten. Das ist natürlich ganz toll. Ungünstig. Okay, also wenn es Nacht wird, sollte ich auf alle Fälle bei dir bleiben, damit die Axt nicht irgendwie irgendwo verschludert und so. Und alles. Ja, jetzt müssen wir kurz warten. Ja, wird ja auch gleich wieder Tag. Aber ich habe ja keine Angst vom Dunkeln, nur. Nee, stimmt. Du könntest da jetzt einfach mal instant hinlaufen. Ja, aber ich sehe ja nichts. Ah, da ist deine Axt. Ja, warte, ich nehme sie wieder mit. Oh, eine Spinne. Ja, pass auf, gut, die haben sie. Und ein Schweinchen. Ein Schweinchen auf Steroiden. John Cena? Wah! Ah, ah. Ah. Alter. You go smash! And his name is John Cena. Sind die nett oder böse? Die sind eher böse, eher, das weiß ich. Ich glaube, die sind alle böse. Also nett sieht keiner aus. Ja, dann. Ich hau einfach mal. Hau nur die Spinnen. Hab ich schon. Ich glaube, die Schweine, die sind gar nicht so böse. Guck mal, die haben hier nämlich ihr Haus. Kann man das umpusten? Ich glaube ja. Stimmt irgendwann. Hier, da ist. Ich kann es aber nicht anklicken. Irgendwie ist der Sapling im Weg. Was denn? Ja, dieses Spinnengeklumpe, was da liegt. Da, da! Monster Meat! Ach so, ja, lustig. Was ist denn hier? Hey, that's my name. Das ist ja überhaupt nicht unheimlich. Nö. Geht so. Würde mich auch überhaupt nicht. Hier. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Kann ich gerade nicht. Ich hab hier gerade, warte. Komme. Ah, hier ist noch so ein Spinnenei. Wollen wir jetzt noch angreifen? Ja. Das ist nicht die beste Idee, die ich jemals hatte. Death will find you! Da hält aber auch was aus, du. Ja, jetzt ist weg. Jetzt haben wir Seide. Ja, so. Das ist doch gut. Da können wir jetzt ein Kleidchen draus machen, oder was? Ja, ich gehe mal eben zu unserem Lagerfeuer wieder hin. Ja, ich rode weiter den Wald. Ja, mach mal. Ich will mal hier ein bisschen gucken, ob wir nicht schon mal ein bisschen was bauen können. Ja, können wir. Ich kann auch was bauen, auf jeden Fall. Ich brauche noch Gras, dann können wir nämlich eine Falle bauen. Ja. Kann ich dir das Gras nicht geben? Kannst du bestimmt. Trap, ich kann eine bauen. Capture small creatures. Ich baue die jetzt einfach. Lalalala. Tada. Und nun? Jetzt musst du die irgendwo placen, glaube ich. Ja, ja. Und dann? Ja, dann warten, ne? Ja, klingt logisch. Ah, I see what you did there. Muss man die vielleicht mit irgendwas befüllen? Ich weiß es nicht. Warte mal, Seeds. Ich mach mal Seeds. Ah! Ja. Wieso ist sie jetzt weg? Mal. Ich hab sie doch aufgesammelt. Ich will die hier unten mal hinstellen, ein bisschen weiter, dass sie nicht so nah an uns dran ist. Weißt du? Oh, da ist so ein Viech auch. Naja, egal. Ist schon ein bisschen drollig, ne? Ja, das ist schon... Jetzt stell die Falle dahin. So, jetzt mache ich da Samen rein und dann denken die Viecher, oh, guck mal, ja, ja, muss ich Bait rein. Und dann kommt so ein Vogel und sagt, haha! Jetzt fresse ich die Samen weg. Und dann sage ich, haha, nö, weil du bist jetzt meins. Und ich esse dich, haha. Und dann haben wir's. Ja, kommt aber nichts, ne? So, wir müssen jetzt langsam mal auch was essen, ne?
Bauen wir mal eine Fackel. Ja, ich habe hier so Monster. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was denn? Ja, wieso ist der jetzt nicht gefangen? Naja, ich glaube, das ist für Karnickel. Warte ja, mal. Aber, ja, es ist ja aber kein Bait mehr drin. Ach so, was ist das für ein Arsch? Ja, das ist richtig. Hm. Ich gehe mal ein ganz kleines bisschen schnell jetzt versuchen, hier Nahrung zu finden. Kann ich denn irgendwie mein Fleisch grillen, was ich gefunden habe? Wo ist denn unser Lagerfeuer? Das ist ausgegangen. Oh nein. Müssen wir ein neues machen. Ich habe aber kein. Mir fehlt Gras. Hier ist ja aber welches. Nom. Vor allem interessant wird es halt, weil später. Ach guck mal, wenn wir noch mehr. Wenn wir richtig Steine finden, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns auch eine Pickaxe machen können. Ja. Dann können wir nämlich auch forschen und so ein Schnickschnack. Saplings und Rocks brauche ich dafür. Oh, es wird dunkel. Ai. Das, was ich gerade gegessen habe. Ai. Was ich gegessen habe, hat er mir gesagt, nee, das war nicht so gut. Das Fleisch. Ja, das Spinnenfleisch ist wohl nix. Komisch. Kann ich irgendwas. Oh, ich kann hier das hier essen. Oh, das geht sogar. Aber das erhöht nur meine Lebensenergie. Das hilft mir ja gar nicht. Hast du noch Flints? Nein, ich habe weder Flints noch sonst was. Was brauchen wir? Flints und. Ah ja, genau, Saplings. Habe ich beißen. Läuft bei mir. Das ist nicht so viel. Nee, aber hier ist ein Sapling schon mal. Und da waren auch wieder Samen. Samen. Du kannst ein Lagerfeuer machen, ja? Nee, ich habe auch dafür nicht genug Gras. Nee, ich auch nicht. Ja. Aber ich habe zwei Gras. Wie viel Gras hast du denn? Eins. Ja, das reicht doch dann. Hier. Ja. Komme. Weil Nacht ist nämlich auch bald. Muss jetzt noch nicht anmachen, aber... Zu spät. Na gut. Aber Holz habe ich ja. Holz ist kein Problem. Zack und zack und zack. Boah, hier ist viel Rasen. Uiuiui. Dann hol ihn dir. Gibt's denn noch für Waffen so? Stapel. Ja, für alle, die sich wundern, diese Folge wird auch jetzt was länger. Weil wir selber erstmal reinfinden wollen in das Spiel und erstmal gucken wollen und wir fänden es blöd. Dann wäre nämlich jetzt die Folge wahrscheinlich schon 10 Minuten vorbei. Reeds, Stinger und Feather. Fire Dart. Ich verstehe überhaupt nichts, aber Abigail's Flower. Nightmare Fuel. Aha. Ja, das ist kein Problem, die habe ich. Was mache ich denn mit der wohl? Abigail is almost here. Ja, gut. Das war doch deine tote, Ja, genau. Sis. Jetzt sitzt da ein Vogel in der Falle und frisst die Samen weg. Und jetzt fliegt er gleich wieder weg. Das ist ja auch nichts. Nee, das ist frech. Nee, aber die Samen sind noch da. Ich verstehe es nicht. Was habe ich denn hier? Ich kann die Samen essen, aber das ist ja auch nicht so doll. So, warte mal. Gibt's hier denn nirgends Steine? Was ist das denn eigentlich für eine bekackte Ecke, wo wir hier sind? Keine gute offensichtlich. Nee. Die Welt ist auch unbeschreiblich groß. Ja, also, ja. Wir können auch vielleicht dann nochmal... Ah, hier sind Steine. Bisschen exploren gehen. Und meine Alte hat auch echt Hunger gerade. Und, und meine Axt ist kaputt. Sehr gut. Oh, jetzt wird's Nacht. Und ich habe kein Holz mehr. Schnell zu dir kommen. Also bei mir läuft's gerade richtig gut. Aber wo ist zu dir? Scheiße. Da wo's Feuer brennt. Oh Gott, jetzt aber schnell. Hallo. Da habe ich hier nicht irgendwo noch Seeds? Wo sind denn die? Also meine Alte hat richtig Hunger. Und hat keine Axt mehr. Und hat kein Holz. Ich kann Paddles essen, aber die bringen nichts gegen Hunger, die helfen nur bei Heilen. Ich habe jetzt erstmal eine Pickaxe gemacht. Ich glaube, wir sind fast schon tot. Bei mir geht's noch. Ich habe noch 89 Essen, aber meine Intelligenz sinkt. Ja gut. Meine auch, aber das macht ja nichts. Was brauchen wir denn noch? Nicht. Was ist das denn hier? Revival of Ghostly Friend. Lingsalbe. Was ist denn das hier unten links für ein ekliger Geist?
Ah, jetzt ist vorbei. Ja, dann lass doch mal ein bisschen, Umlaut. Ja, jetzt mal, richtig fett exploren hier. Ja, ich hab eh nichts zu verlieren, ich bin eh fast tot. Ja, dann sammel irgendwo Beeren ein oder so. Ja. Dann hast ja auf M hast du ja eine Map. Dann kannst du dir ungefähr diese T-Gabelung merken, wo wir waren. Du kannst versuchen zumindest. Ich meine, wir haben ja jetzt aber auch da nichts, wo wir sagen, oh, da war es so schön. Nee, das stimmt. Wo ist denn meine Pickaxe jetzt? Ach, hier. Und wieder ein paar Pflänzchen. Ich habe weder, also ich habe gar nichts mehr, ne? Ich habe keine Pickaxe, ich habe im Prinzip nichts. Ich esse jetzt hier ein paar Samen. Ach, guck mal. Sag mal Bescheid, wenn du Steine findest, die hack ich dann, die klopp ich dann. Ja, hier ist einer. Ja, ich hab hier auch einen. Meine Alte ist so derbe Depri, das ist so witzig. Wenn ich auf so einen Hasen klicke, he's wondering mindlessly, oblivious of his fate. Ja. La la la. Keine Steine, keine. Oh doch, hier ist ein Flint, okay. Steine und Flints habe ich jetzt. Da baue ich mir erstmal wieder eine Axt, ne? Ja, mach das mal. Da habe ich einen Red Mushroom, kann man den wohl essen? Werde ich gleich merken, ne? Oh ja. Ja, kannst du, da geht der Hunger ein bisschen weg, aber dein Health. Dein Hunger füllt sich, aber dein Health nimmt ein bisschen ab. Das macht nichts. Nö, erstmal nicht, das stimmt. Oh, hier sind Bärchen. Und Schweine. Wenn wir die Schweine töten, gibt das doch auch Essen. Ich meine. Mit Sicherheit, aber ich glaube nicht, dass wir die schaffen. Klar. Wo bist du denn gerade? Ja, die kämpfen eh nicht, die rennen weg. Oh, doch, die kämpfen. Ich hab noch Beeren gefunden. Nom nom nom. Oh. Ja, du bist tot, würde ich behaupten. Ich bin ein Geist. Wo bist du denn gestorben? Ziemlich weit hier oben. Ach, da bist du. Da ist dein Geist. Guck ich mal, ob ich hier deine Leiche looten kann. Ich kann Sachen hauen. Versuch mal. Ja. Unten war doch dieses, wo wir waren, dieses, ja, der Grabstein. Portal. Ja, dieses Portal, wo wir waren. Ja. Ich glaube, wenn du da durchfliegst, dann wirst du wieder gerettet. Ja, hier sind Bienen! Das lasse ich jetzt hier liegen, den Scheiß. Gibt Honig auch. Ich bin ein Geist. Und die Bienen sind aber auch gar nicht ohne. Ja gut. Das weiß ich nicht. Die trifft man, die haben echt eine scheiß Hitbox. Das ist das Problem. Dann kommen wir mal wieder zurück zu unserem. Ist aber weit weg, das Ding. Zu unserer Kreuzung. Ich bin ein spooky Ghost. Hier sind Flints. Zwei Stück. Wenn ich das Portal mal finden würde, ne? Ah, da. Bin ja nicht so weit weg. La la la, ich bin ein Geist. Hast du es wieder geschafft, ne? Ja, natürlich. Ich probiere ja aus. Da bin ich ja knallhart, ne? Oh, da ist ein Pilz gewachsen. Und kannst du da retzen? Also ich weiß es nur nicht. Ja, kann ich. So, dann. Ich kann uns jetzt auch einen Fire Pit machen. Oh. Das ist natürlich, das klingt ja erstmal. Ja, ich mache uns trotzdem nur erstmal ein Campfire. Weil vielleicht suchen wir uns noch eine schöne Ecke, wo wir wirklich häuslich uns niederlassen wollen. Möglich, möglich. Ich kann mir einen Hammer bauen. Hammer Time. Den Touches. So, verpiss dich, Vogel. Ich weiß jetzt, was ich damit jagen kann. Also, hau bloß ab. It has been killed. Oh nein, oh nein.
Wenn ich so auf so einen Baumstumpf klicke. Alles stirbt irgendwann. Ja, das ist echt ein bisschen irre im Kopf, glaube ich. Findest du? Ein bisschen, ja. Ich glaube, ich muss langsam mal Holz hacken. Ja, also ich habe keins. Ich habe aber auch keine Axt und kein Flint. Also ich kann nicht viel helfen gerade. Aber ich bin hübsch. Lalala. Nein, mein Charakter muss Holz essen. Ach ja, du bist ja ein Biber, richtig. Das ist mein viertes Bedürfnis sozusagen. Mhm. Wenn das zu weit runter geht, dann werde ich zum Biber. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ah! Ja, aber ist das schlecht? Nicht unbedingt, nö. Finde ich nicht. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Naja, höchstens, weil es vielleicht, weil es vielleicht Bäume verbrät, ne? Aber sonst... Ja gut, können wir ja wieder anpflanzen. Das ist ja nicht das Problem, sag ich mal. Ne? Hallo, hier ist keiner und das Feuer ist gleich aus. Ja, dann schmeißt du was rein. Ja, ich habe kein Holz und keine Axt. Ja, warte, ich bin... Und allgemein bin nicht so viel. Ja, ich bin da. Hallo. Grüße. Oh, ah, ii. Au. Meine Intelligenz. Hilfe. Was hast du denn? Da waren Spinnen. Die sind eklig. Was habe ich denn jetzt gebaut? Ein Spinnenmörder? Nein, guck mal, ein Whirly-Fan. Guck mal. Hui! Warum? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ist das dunkel. Naja, das stört mich ja nicht. La la la. Oh, da sind Augen. Mhm. Hallo, Mr. Auge. Ich habe auch zwei Augen, guck. Was auch immer das macht. Ach, guck mal, ich habe deine Axt aufgesammelt. Lege ich mal hier neben das Lagerfeuer. Okay. Meine alte ist so ein bisschen irre. Vielen Dank. Hier. La 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 la. Ja, wir müssen echt langsam mal nachgucken, wie wir uns Essen machen, ne? Ja, Sachen fangen. Wir müssen Fallen bauen und dann die Leute fangen. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich einfach mehr Fallen. Voll spooky, guck mal. Da war ein Schatten, da war gerade ein Schatten, der in unseren Feuerkreis reingescheint hat mit Augen. Ja. Bin ich aber nicht. Ich brauche Saplings und Rasen. So, ich. Die hole ich mir jetzt. Hol mal ein bisschen Holz erstmal noch. Weil das kann ich schon. Was ist denn? Mein Hirn lässt nämlich langsam nach. Ja, was machen wir denn dagegen? Ich glaube, dafür müssen wir einfach nur essen, oder? Keine Ahnung, vielleicht müssen wir auch Wissenschaft bauen. Ja, gut möglich, aber dafür brauche ich Gold und das habe ich noch nicht. Nee, das ist richtig. Dem stimme ich erstmal soweit zu. Was habe ich denn hier? Eine Birschnuss, eine Birchnut? Was ist denn eine Eichel? Eichel, eine Eichel, klar. Ja. Kack, nee. Birch ist doch Eichel, oder nicht? Eine Buchecker ist das. Birch ist Buche. Ja, kann sein. Oak ist Eiche. Ja, stimmt. Hey, ich kann mir einen Strawhead machen. Ich will auch einen Hut. Yeah! Der sieht fancy aus. Ich habe jetzt jede Menge Birchnuts, also 6 Stück. Das ist jetzt nicht jede Menge, ist übertrieben, ja. Merkst du selbst. Ja, merke ich selber auch. Ist ein Stachelschweinschatten. Okay. Ich rase jetzt hier erstmal den kompletten Rasen ab. Bist du der Rasenmähermann? Ich bin der Rasenmähermann. Ja, der Rasen mähen kann. Brauchen wir ja auch diesen Rasen. Ja, kann man mir sagen lassen. Kann man nehmen auch erstmal. Sieht in meiner Axt aus. 3% habe ich noch. Ja, meine Güte. Das ist schon eine Top-Axt, muss man sagen. Ich bräuchte mal so einen Stein, so eine Art. Hier ist eher so der Sumpf, offensichtlich. Mhm. Ich habe mir jetzt einen Rasenanzug gemacht. Eine Spinne.
Er legt sich wieder mit irgendwelchen Viechern an. Ja, spinn! Aber jetzt haben sie aufgegeben. Ha! Besser ist es hier. Hab ich's dir gezeigt. Feigling. Wow, what the fuck? Entschuldigung, aber da war plötzlich ein riesiges Tentakel und das hat mich aufgegessen. Kein Scheiß. Ich glaube dir. Ich machte plötzlich flupp und ich war tot. Oh ja. Ja, wieder alles weg. Ja, bei uns läuft. Ich würde sagen, das ist jetzt auch erstmal... Das ist jetzt langsam mal die erste Folge, ne? Ja, ich meine auch. Ja. Vielleicht habt ihr ja Freude daran, dass wir uns, also vor allem ich, mich sehr geschickt anstelle. Ich ja auch, also Matthias kennt man ja auch nur so. Ja, Pro-Gamer par excellence. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Ja. Bei nicht verhungern. Das ist richtig. Genau, bei nicht verhungern zusammen. Genau. Beta. Ja, dann macht's mal tschüss. Tschüss.